So, ich würde sagen, Männer, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Folge. Viele haben mir heute geschrieben, Bilal, wo bleibst du? Bilal, wo bleibst du? Genau auf diese Folge soll ich reagieren. Ich weiß nicht, was mit dieser Folge ist. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier dabei rauskommt. Soll eine sehr gute Folge sein, von der Qualität her. Sehr, sehr viele haben mir wirklich geschrieben heute. Das war krass. Also, ich habe es auch gemerkt. Deshalb wünsche ich euch da draußen jetzt viel Spaß mit diesem Video, Leute. Und ich bin gespannt, was wir zu sehen bekommen. Find the Pro Mailand Edition. Diese. Und ich hoffe, der eine oder andere von euch hat darauf gewartet. Auf mich und hat es noch nicht geguckt. Folge ist eine Special. Cem Felix spielt noch mit. Geil. Edition mit den spannendsten Fußballern der letzten 30 Folgen. Also sozusagen die besten Spieler von den letzten 30. Krass. Berkan hat sogar gewartet. Wallah stark. Cem ist guter Fußballer, Chat. Muss ich sagen. Sehr spritzig, dynamisch, trainiert. Zwei Inter Mailand-Stars Alessio. unterstützen uns bei der Auch Entscheidung, dabei. wer der beste Spieler ist. Ich habe seinen Namen leider. Junaid? Ich habe seinen Namen vergessen, leider. Jürgen. Imad dabei auch. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber gute Spieler dabei. Gute Spieler dabei. Kemal. Kemal. Marco Arnautovic selbst. Inspirix stark. Das ist ein Angebot. Stark. Selber wollte als Joker Arnautovic. fungieren. Ich mag den Spieler. Arnautovic. Beim nächsten Mal ist er hoffentlich auch fest in der Jury dabei. Es geht wieder um ein goldenes Ticket, das heißt ein garantiertes Probetraining bei einer Profimannschaft und diesmal sogar in Deutschland. Freunde, neues YouTube-Video. In Heute Deutschland eine Special sogar. Edition. Es sind wieder 30 Folgen rum. Das heißt, wir. Boah, wer würde ich sagen, wer gewinnt? Boah, gute Frage. So von den allen, die ich jetzt gerade gesehen habe, guck mal, schreibt jetzt. Ich will auch jetzt, ihr dürft jetzt nichts reinschreiben. Ich will keine Spoiler von euch. Ich will keine Spoiler sehen. Boah, schwierig zu sagen, ja. Kemal ist schon gut, muss ich sagen. Aber von der Fitness her, vom Körper, wie Abdul. Abdul? Warum Abdul? Abdul war doch gerade gar nicht dabei. Wir haben wieder unglaubliche Kicker dabei. Wir haben ein Sortiment von Folge 1 bis zur heutigen Folge. Hä? Warum haben die gerade alle gezeigt, aber Abdul nicht? Hä, jeder hat gerade hochgehalten und Tricks gemacht und sowas? Bruder, einfach Abdul nicht. Walla Billa, er kann jonglieren, hört auf damit. Hä? Einfach alle, außer Abdul. Komisch. Natürlich kann er jonglieren. Die auffälligsten Spieler und die besten Spieler der letzten 30 Folgen sind hier. Ich sage euch, der fitteste von denen allen, glaubt es mir, vor seiner Verletzung war definitiv Cem Felek. Definitiv. Er ist eine Maschine gewesen. Ich glaube, es wird eine ganz besondere Edition mit einer ganz besonderen Jury. Ich habe jetzt hier auch schon den richtigen Ball direkt vorliegen und ich glaube, ihr wisst, wer jetzt in der Jury ist. Mein Name ist Dia, Fußball Content Creator und neben mir haben wir einen Interstar. Hallo zusammen, hier ist der Hakan und ich freue mich, dass ich hier Was geht ab, Freunde? Kerem Engizek, hier Fußballexperte seit neuestem. bin. Mein Name ist Anton, ich mache seit 11 Jahren YouTube und drehe Stadionvlogs. So, Freunde, normalerweise haben wir ja immer eine Vierer-Jury dabei und häufig geraten wir ins Stechen. Heute wird das nicht passieren, weil wir heute einen ganz besonderen Experten mit am Start haben. Anton, ja, fußballerisch, ja, fußballerisch, ja, okay, aber sympathisch 10 mal 10. Hoch 10. Wirklich. Grüß euch Leute, Arnautovic Marco hier. Ich bin hier, um die Leute zu unterstützen hier, den Joker zu spielen und mal schauen, was die Jungs drauf haben. Ich finde, der ist King. Ich mag den. Der ist ein Typ. Der ist ein Typ. Ich mag den. Freunde, ich glaube, es wird Ich von mag den. Mal zu Mal immer krasser und krasser und ihr kriegt es da draußen mit.
Ja, only sky is the limit, würde ich sagen. Amina Joy, danke schön für den Prime. Auch überragende Kicker kommen wir deshalb zu Spieler. Vielen Dank. So, heute bin ich nicht Mr. Anonym. Mein Name ist Jürgen Sinev, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Stürmer. Ich war da bei der Folge 22 dabei. Heute will ich ohne Maske performen. Hallo, mein Jürgen, muss ich sagen, wo er bei Find the Pro mitgemacht hat, war er saustark. Bei Baller League war ich ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht liegt es daran, weil es in der Halle ist und nicht draußen ist, aber in der Halle war ich enttäuscht von ihm, muss ich ehrlich sagen. Also bei Baller League. Aber ich glaube, er ist ein Großfeldspieler. Meine Freunde, auf jeden Fall, viele von euch kennen mich, viele von euch nicht. Ich stelle mich kurz vor, ich bin natürlich FC Levante auf die 1. Ja, ich bin Abdul, bin 18 Jahre alt, 2006er. Ja, meine Position ist Stürmer und ich habe bei der Folge 18 mitgemacht. Und ich habe auf jeden Fall lange trainiert und um heute... Mein Habibi Abdul, bester Junge. Was zu zeigen. I am Imad El Kabou. I'm 23 years old. I was in First Division in Egypt. Ich weiß nicht warum, ich schwöre, seit dem Trainingslager, wenn ich Imad in sein Gesicht gucke, der sieht gar nicht glücklich aus. Ich schwöre es euch. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit ihm. Ich schwöre, habt ihr auch das Gefühl? Er wirkt voll traurig und so. Voll so, als ob irgendwas ist. Seit dem Trainingslager. Immer so ernst und so voll so, ich muss, als ob es so seine... So, weiß auch nicht, es gibt mir, ich habe voll die Vibes. I play in second division also in... Der sieht voll so, guck mal, wie sein Gesichtsausdruck, so gar nicht so... Keine Ahnung, ja. Komisch. Poland, but I didn't have luck. And I want to have a new change. I will see. Mein Name ist Cem Felek. Ich war Ex-Profi und... Ich bin gespannt auf Cem. Ich war bei der Folge Find the Ex-Pro dabei und habe lange Zeit nicht gespielt. Mal gucken, wo die Reise hinführt. Meine höchste Station war Antalyaspor. Und jetzt fangen wir hier an bei Find the Pro. Also mein Name ist Kemal Utmaneren. Ich war bei der Find the Ex-Pro Folge auch dabei. Und ich bin Flügelspieler, Zehner und ich will gerne mich hier beweisen. Auf jeden Fall meine Höchststation, wo ich gespielt habe, war auch Gaziantep und aktuell bei Mannheim, U21. Ich bin Alessio Alcolari, ich bin 20 Jahre alt, ich spiele linker Flügel, rechter Flügel und ich war bei der Folge 2 dabei und ich bin hier, um mich mit dem Besten zu messen. Ich bin Christian Özmen, 25 Jahre alt, bin Stürmer und ich war bei der Folge 22 dabei. Heute sind super Jungs dabei. Mal gucken, wer am Ende das Ding holt. Freunde, ihr habt ja letzte Woche vom Gewinnspiel schon abonnieren. Morgen um 18 Uhr ist auch die Deadline. Heute sind super Jungs dabei. Mal gucken, wer am Ende das Ding holt. Freunde, genau so ein Gewinnspiel habe ich auch. Ich habe sogar ein besseres. Oha, krass. So ein Gewinnspiel wird es bei mir am Sonntag auch geben. Aber auf Instagram. 4 Playsies. Ich glaube 3 Switch, 2 iPhone und noch ein paar andere Sachen. Mit Schuhe im Wert von 3.000 Euro. Also wirklich ein geiles Gewinnspiel am Sonntag. Ihr habt ja letzte Woche vom Gewinnspiel schon mitbekommen, den Instagram. Also auf jeden Fall Sonntag auf Instagram abchecken, würde mich freuen. Und ich hoffe, dass irgendjemand von euch gewinnt. Wir haben über 20 Gewinner. Über 20 Gewinner haben wir. Im Kanal von 3Hs, unseren iPhone 15. Wenn ich anfange, machen wir immer den ersten optischen Eindruck. So, Digga, jetzt gehen wir rein. Eindruck. Ich kenne ja alle Jungs. Du kennst wahrscheinlich keinen oder die wenigsten, ne? Ja, ich habe nur die letzte Folge gesehen. Aber so vom Optischen sind jetzt 4 Spieler, die ich im Kopf habe, die mir gefallen. So vom Körper. Welche 4? Hier der Jürgen. Der erste Maschine. Imad, Alessio und Cem auf jeden Fall. Digga, ich sage euch, auch wenn es nicht so aussieht, oder sieht eigentlich so aus, Cem ist wirklich eine Maschine. Körperlich, der Junge ist so fit. Oder besser gesagt, er war so fit. Der legt so viel Wert auf seinen Körper. Ich würde gerne seinen Körper haben wie er. Wirklich. Bin sehr gespannt auf Cem. Ich weiß, was Cem kann. Anton weiß es auch, ne? Ja, wir haben ja auch mal ein Video zusammen gedreht. Ich feiere Cem seine Geschichte auch sehr. Er ist ja auch in der Jugend mal fast bei Barca gelandet. Extrem athletisch. Gibt ja auch teilweise so Personal-Athletik-Training an so Nachwuchsspieler und auch schon Semi-Profis, sag ich mal. Cem ist eine Augenweide. Ansonsten Jürgen kenne ich von Find the Pro-Folge.
auch sehr, sehr stabile Waden, sehe ich schon. Und ja, vorne links, Emad, genau, erste Division. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, Bruder. Der Junge sieht so unglücklich aus, richtig so angespannt. Das merkt man. Ägypten, ich glaube, der ist auch wuselig. Und ansonsten bin ich gespannt, ja. Anton, bester Mann, ich schwöre. Kerem, du warst ja schon bei einigen Folgen jetzt. Ich sag's doch jetzt als Experte. Was sagt dein geschultes Auge? Angehender Fußballprofi hier. Geschultes Auge auf jeden Fall hier. Cem und Jürgen sehen sehr stabil aus. Bruder, ich habe gerade die vier zwar gesagt, aber ich bin trotzdem gespannt auf die anderen auch. Ne? Ja, klar. Okay, Abdul kennen wir schon von seiner Levante-Geschichte. Ach, Abdul war der sympathischste. Einer der sympathischsten, den ich je kennengelernt habe, wirklich. Ich sag nur, unterschätzt. Kemal. Kemal. Sagen. Kemal. Warum hat er die Vorstellung nicht mitgemacht da? Jeder jongliert da und er nicht. Der steht am stabilsten. Ohne Sinn. Ja, steht wie ein Soldat. Der Kemal hier. Soldat, ja. Kemal, weil er bei Waldhof war oder ist, wird mich das interessieren, wie der ist. Weil ich bin ja, ich komme ja aus Mannheim und habe dort gespielt. Mhm. Und Alessio bin ich auch sehr gespannt, als Italiener. Es sind einige gute. Sollen wir uns noch kurz die Meinung von Marco abholen? Mich interessiert, was er sagt. Joker. Marco, wir haben gerade optisch drüber gesprochen. Armin, danke schön für dein Verschenken, mein Bruderherz. Welche Fußballer gefallen dir, wenn du jetzt rein optisch siehst? Also ich habe gerade gehört von meinem Freund, dass du angeblich der Beste bist. Aber ich sage optisch vorne rechts. Vorne rechts, Jürgen. Ja, Digga, seine Stimme, man denkt einfach, er ist Mafia. Man denkt einfach, Marco Arnautovic ist Mafia. So eine Maschine. Aber zeig auch was, Bruder. Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwie falsch liege. Er darf gleich jetzt auch anfangen. Five-Star-Challenge kennt ihr alle. Und Jürgen ist jetzt. Man kriegt Angst vor ihm, ja? Der Erste, der am Anfang kann, ja? So, der Geiz ist gespannt. Ja. Dann, wenn Jürgen ready ist, kannst du starten. Ein bisschen lässig. Der regt sich auch gut über sich selber. Ich finde immer, wenn einer gut schießen kann, muss er immer schießen, weißt du? Dann hast du mehr. Ein bisschen lässig. Dann, wenn Jürgen ready ist, kannst du starten. Ein bisschen lässig. Der regt sich. Bruder, so kenne ich Jürgen nicht. Ich kenne Jürgen als als Bomber. Ja, gut über sich ich finde immer, wenn einer gut schießen kann, muss er immer schießen, weißt du? Dann hast du mehr Schwung, mehr Kraft. Ja. Mit rechts aber stark. Mit rechts gut gelegt. Oder so. Gut, super. Links auch stabil, der Schuss. Stark, Jürgen. Gut. Das ist aber gut, seine Schusshaltung gefällt mir. Okay, Durchgang, sage ich. Ihr wisst, ich muss ehrlich sein, wahrscheinlich ist Jürgen auch hier im Chat gerade. Okay, Durchgang. Nicht gut, nicht schlecht, meiner Meinung nach. Das war auch gut, wie der so steht. Lange Ecke, okay. Mit den zwei Freistößen hast du noch gut rausgeholt, vor allem mit dem Schwachen ins lange Eck. Schussstärke war auch gut, platziert. Ja. Seid ihr bereit? Warte, Abdul, ich will das von dir sehen, ich schwöre. Wir sind bereit, wenn du bereit bist. Abdul, bei der Ansage. Lauf, ja. Aha. Aha, aha. Okay. Oh, enge Ballführung. Mann, Abdul. Bruder, mach doch nicht immer den gleichen, mein Bruderherz. Nicht immer den gleichen Trick. Aram, Bruder. Ich will, dass du performst. Ansage. Super, super den Ball geholt. Aha. Bab, okay. Mit Tempo rauf. Enge Ballführung. Ui. Nein. Ach, gut angefangen eigentlich. Ich schwöre, gut angefangen. Egal, weiter. Ist okay, Abdul. Guter Schuss. Gut, gut, nicht schlecht. Guter Schuss. Fast nach vorne umgefallen beim Schuss. Nochmal. Fast nach vorne umgefallen bei seiner Stärke. Ich hätte 100% reingegeben. Ist okay. Ist okay, ich schwöre, ist okay. Bruder, da erwarte ich von dir, Bruder, wir haben geredet, Abdul. Wir haben das zusammen trainiert. Ich habe dir gesagt, Bruder, diesen Ball, mein Bruderherz, du stoppst ihn tot. Also so fürs Auge sieht es nicht schlecht aus. Aber Bruder, wir haben gesagt, was haben wir gemacht? Geh in den Ball rein, Bruder, leg ihn die nach vorne.
Nein, du stoppst den Ball tot. Ja, so fürs Auge sieht's gut aus. Aber nach vorne, nimm ihn nach vorne in die Bewegung mit. Einmal mit der Innenseite nach vorne, mein Bruder. Wir haben das trainiert, wir haben das gemacht. Du stoppst ihn so tot. Aha. Und dann musst du 2 Schritte zurückgehen, um zu schießen. Gut angenommen. Die Ballnahme kriegst du in 10 Versuchen nicht so hin. Ist auf jeden Fall besser, als was ich zuvor von ihm gesehen habe. Mit das Beste. Ohne Scheiß. Das gibt er sich richtig Mühe. Ich glaube, er hat es noch nie besser gemacht. Ich habe den vorher richtig motiviert. Echt? Hast du ihn heiß gemacht? Natürlich, Mann. Ich hab gesagt, wir sitzen in der Jury, gib alles immer. Imad. Spielt der jetzt noch aktiv eigentlich? So, auf Vereinssuche, beziehungsweise trainiert gerade in Spaniens Ritterliga. Ah, okay, vereinslos, okay. Genauso, perfekt. Okay. Stark. Macht er gut, ne? Mhm. Oh, sehr perfekt. Schön. Super Fußballer. Boah, ist das Kopf, ey. Stark. Macht er gut, ne? Dieser Schuss, Bruder. Da kannst du gar nichts sagen. Da kannst du Real Talk. Ich sitze hier, mein Mund ist ruhig. Wenn ich nichts sage, finde ich persönlich, ob jetzt ihr Wert darauf legt, ob meine Meinung jetzt. Ihr wisst, ich reacte ja, damit ich meine Meinung sage und euch interessiert ja auch meine Meinung. Falls jetzt wieder irgendwelche sagen, wer denkst du, wer du bist, dass du reactest und sowas oder deine Meinung abgibst, ihr müsst ja meine Meinung nicht, denkst da. Aber das ist clean, das ist sauber, das ist präzise, das ist mit Stärke, das ist einfach ein guter, platzierter Schuss. Perfekt. Super Fußballer. Oh, einfach nur clean. Auch mit links nicht. Ist okay? Ah, schade, das ist schwierig, das ist schwierig. This is important now. Ja. Dieser Schuss ist wichtig. Ja, ist gut, Mann. Ist okay? Und aus dem Stand mit links ist schwierig. Ja, glaube ich. Guter Durchgang. Nicht perfekter Durchgang, aber guter Durchgang. Das ist nicht wie wenn du mit dem Stärken machst. Aber jetzt richtig gut gemacht. Mhm. Was denkst du, Bruder? Bis jetzt hat er mir am besten gefallen. Er hat dir am besten gefallen? Ja, von den dreien war er der Beste bis jetzt. Souverän, sehr souverän. Wenn du ready bist, kannst du anfangen. Gerne. Mal gucken, ob er auf uns hört. Ah, sag dir doch recht. Der ist auch ein kleiner Elferkiller. Er hält schon ein paar, ne? Ist nicht schlimm, Elfmeter ist nicht schlimm. Links rum. Ui. Bravo. Oh ja, das ist ein schönes Kino geschickt. Ah, schade. Ärger dich nicht weiter. Das sind noch die Pässe. Was danach kommt, oder? Die Pässe. Okay. Nochmal? Die Pässe, wenn die dann... Lukiko, danke schön für 19, mein Bruder. 1 gegen 1 machen wir so. Genau. Da interessiert mich die 2. Aber Imad ist jetzt einer der Besten auf jeden Fall. Ja, so musst du schießen. Solide. Von Jam erwarte ich jetzt eine gute Annahme. Von Jam erwarte ich jetzt eine gute Annahme. Das ist ganz wichtig jetzt. Auch für ihn selber. Weil du merkst bei ihm, er hat nicht so angefangen, wie er wollte. Oder er ist gerade ein bisschen selber auf sich selber sauer. Aber er muss jetzt reinkommen. Ja. Ich brauche jetzt eine gute Annahme von dir, Jam. Immer hier durch, Jam, mit einmal. Einmal mit Power jetzt. Ja, gut. Boah, ja, der kann schon. Ja. Gut rausgeholt. Wichtig. Niklas, danke für den Verschenkten, mein Bruder. Gut rausgeholt. Gute danke, Annahme, Jam. Guter Abschluss. Er hat mir stark. Richtig gut gefallen. Der letzte war sehr, sehr wichtig. Auch für ihn selber, für die Motivation, glaubt mir. Vor kurzem eine Folge dabei. Kenn mal. Waldhof Mannheim. Gerne. Der Schuss war sehr sauber, aber der Anlauf sah irgendwie sehr komisch aus. Irgendwie sah der Anlauf komisch aus, wa? So ein bisschen Abdul-mäßig. Ich schwöre. Wie früher aber anfängt mit den Übersteiger, gell? Aber er ist sehr flink trotzdem. Er ist flink. Ja, siehst du, er ist flink. Boah, mit links stark. Mit links, ey. Mann. I like it. Okay. 4 von 4, Kemmer, jetzt komm. Hau mal einen hinter, 5 von 5. Kemmer, zieh durch, nicht platzieren.
scheiße geworfen, ey. Ja. Richtig scheiße, dreckig geworfen. Wir sind ready. Yes, kannst starten. Also so von den Schüssen, sage ich auch, war der beste Durchgang bis jetzt von Kemal. Let's go. Oh. Aber er wollte es schön machen. Er wollte es besonders schön machen. Amen. Oh, voll Risiko, ne? Aber er übertreibt doch nicht. Er macht es einfach. Ja. Ist eigentlich alles gut. Aber er trifft das Tor nicht. Nur das Wichtigste. Sieht alles gut aus, aber trifft das Tor nicht. Das war Quatsch, Digga. Das war letzte Annahme hat mich ein bisschen geärgert jetzt. Mich sogar. Ah. Probiert's mit links, ja. Okay, cool Shot. Er ist Linksfuß, Bruder. Anton! Olan, Anton! Der ist Linksfuß. Er sagt, er probiert's mit links. Ready bist gerne. Kühlschrank. Ja, Chipper. Macht er super, ja, ne? Fein. Okay. Oh, Alter. Super. 3 von 3. Er will auch unbedingt, das weiß ich. Ja, stimmt. Er ist hungrig. Vergesst es die ganze Zeit, das ist eigentlich voll die Opportunity. Ja, voll. Und wer hier gewinnt, der hat das Ding. Deswegen, das Ding ist, ich hab's ja vor Kamera, ich kann ja nicht blöken. Also allein die Chance zu bekommen, bei so einer Mannschaft zu trainieren, müssen wir den gleich. Alle wirklich solide Durchgänge. So von den Schüssen her, muss ich auch ehrlich sagen, war für mich bis jetzt der Kemal von den Schüssen her in der ersten Runde am solidesten, am besten. Für mich bis jetzt. Dann Imad und Cem so auf dem zweiten zusammen, dann Jürgen und Kühsat. Ich hab die Möglichkeit gerade, gib Vollgas. Ja, schade. War okay auch so. Nervös. Neues 777, danke für den Prime. Die sind wegen dir nervös. Ja, Mangs, dass du dann später die... Andri, danke schön für noch ein Verschenken, mein Bruder. Mal testen, vielen, vielen Dank. Ey, Jungs, Freunde, danke für die ganzen Verschenken. Kuss, wirklich, Liebe. Marco. Danke. Also, ich habe mir das gerade eben angeguckt. Ich muss ehrlich sagen, die Challenge hat mir sehr gut gefallen. Die Jungs sind gut drauf. Aber Film aus Security, danke schön für 2. Kuss, Liebe geht raus. Für mich bleibt noch immer der Favorit der Jürgen. Ich hoffe, er kann weiter noch sein Talent zeigen. Und ich freue mich auf die nächste Challenge. Kommen wir jetzt zu unserer Entscheidung. Wer möchte anfangen? Hakan, du siehst schon so aus, als willst du anfangen. Wer hat dir gut gefallen? Oder wer hat dir am besten gefallen? Und wen würdest du vielleicht raus? Welche 2 würdest du rausnehmen? Also erstmal danke an Abdul. Ich habe ihn ja schon gesehen gehabt. Aber wenn ich ihn jetzt mit den anderen vergleiche, ist er für mich weit weg. Deswegen würde ich Abdul rausnehmen. Und wo ich mir noch nicht sicher bin, ist bei Alessio und bei Kürschat. Aber wenn ich die beiden vergleiche, Alessio hat noch kein Tor gemacht. Und Kürschat hat Tor gemacht. Und Tore sind wichtig. Ich würde Kürschat drin lassen, ihn noch sehen und Alessio raus. Ja. Okay. Ganz wichtig sind natürlich immer Tore. Ist egal wie, was. Alessio hat wirklich kein Tor gemacht. Und deshalb kurz. Also bei mir ist Abdul, Kürsat und Alessio. Die 3, wo ich so sage, kippe. Alle 3. Und schmerzlos ist für mich Alessio heute. Wer mir gefallen hat, ist Jürgen hat mir gefallen. Der ist stark, hat gute Abschlüsse. Ich fand Jürgen okay so. Viel Power. Imad auch. Sehr interessanter Spieler. Guckt der böse, ey. Aber die nächsten Runden will ich immer gerne sehen, was er noch so drauf hat. Und Abdul. Kaira, Dankeschön. Alhamdulillah. Danke trotzdem. Ich habe dich jetzt gesehen. Machst mir einen guten Eindruck als Mensch, aber für Fußball reicht das nicht. Warum? Darf ich jetzt fragen, warum? Du bist mir zu hektisch. Ja, das ist bei mir halt immer so hinter Kamera und so. Mann, Abdul Schnee, Bruder, er ist. Er ist der krasseste, ich schwöre. Ja, deshalb. Einfach, ich krieg keine Luft mehr, ja.
einfach seine Dings da stecken geblieben, einfach. Er konnte nichts sagen, ich schwöre. Warum? Darf ich jetzt fragen, warum? Du bist mir zu hektisch. Ja, das ist bei mir halt immer so hinterkam. Mann, Digga, ja. Mach Raum zu. Ja, deshalb. Mach Raum, ja. Und die anderen? Hä? Und die anderen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht machen die TikToks oder so hinter Kamera oder so. Die sind schon daran gewöhnt. Ich liebe ihn, ja. Was ist denn mit deiner Stimme los heute? Ich ist weg. Digga, aber warum passiert es auch noch genau ihm da in diesem Moment, ja? Sag mal ehrlich. Auch noch genau ausgerechnet ihn. Ich gebe dir mal ein Glas zu trinken. Ja. Du siehst, wenn einer schießt, annimmt und anläuft, weiß ein Riesenunterschied, was ich gesehen habe. Also eine Sache würde ich noch reden. Ja, Walla, meine Stimme ist weg. Kann ich noch trinken? Ich schwöre, das ist ein Herzensmensch. Er schießt, annimmt und anläuft. Aber wie kann es denn sein, dass es genau wieder ausgerechnet ihm wieder passiert in diesem Moment? Weiß ein Riesenunterschied, was ich gesehen habe. Also eine Sache würde ich noch reden. Ja, Walla, meine Stimme ist weg. Kann ich was trinken erstmal? Ja, ja, klar. Hier, nimm mein Wasser. Schön, ja. Ja, Bruder. Was willst du sagen wieder? Du hast prinzipiell immer was zu sagen. Ich sag auch schon prozentual. Also eigentlich, ich kann besser performen und so. Vielleicht habt ihr auch gesehen, ich war auch im Stadion, die Stars Levante. Und natürlich... Tim, danke schön für 4 Monate. Ich, ja, also im Stadion ist auch ganz anders. Und du bist auch... auch mein Vorbild für das und so. Und natürlich, ich will auch so wie du sein, so. So als Vorbild, wie du schießt und so, weil deine Freistoß auf jeden Fall, jeder Freistoß. Hä? Und deshalb, ich würde halt so gegen einen anderen Stechen machen. Und dann könnt ihr ja vielleicht nochmal gucken. Auf keinen Fall, diese Stechen machen wir gar nicht. Ich sag sogar bei dir, du kannst es nicht besser, das war das Beste, was ich je von dir gesehen habe. Das, was du gerade gemacht hast, ich habe es noch nie besser von dir gesehen und trotzdem ist es ein Riesenunterschied zu den anderen. Also das ist knallhart, aber ehrlich. Das ist Quatsch eigentlich, ne? Weil ich habe auch die Tore gemacht, weißt du, was ich meine? Du warst da, das ist ein Riesenunterschied zu jedem anderen. Sogar zu Alessio vom Bewegungsablauf her, obwohl er kein einziges Tor gemacht hat. Alles gut, wir hören erstmal die anderen erstmal noch. Genau, also für mich Abdul auch ganz klar raus, weil es ein Riesenunterschied war zu allen anderen. Alessio weiß, sich ärgert sich extrem, weil er es besser kann. Alessio war trotzdem deutlich stärker. Sehr, sehr hart von dir. Stärker und Kürschat in Ordnung, ne? Deshalb für mich Abdul raus. Ja, letztendlich zählt das ja nur, wer Tore schießt. Ja, Abdul hat ja auch Tore gemacht. Ist wirklich so. Am Ende zählt ja nur, wer das Tor gemacht hat. Das ist ja alles. Abdul hat doch nur eins gemacht. Oder? Abdul hat ein Tor gemacht, oder? Entscheidung. Ja, Alessio hat ich jetzt respektiere kein auf jeden Fall Kerem. Dankeschön auf jeden Fall. Du bist auch mein Vorbild. Wir haben davor ein bisschen. Du bist einfach mein Vorbild. Deshalb, ich danke dir auf jeden Fall. Gerne, mein Mal Bester. Gucken, was jetzt, was Wiska Wasser sagt. Das hängt von dir auf jeden Fall warte, jetzt ab. Warte, Kerem hat noch nicht gesagt. Er denkt einfach, DSDS. Was hast du? Ja, ich war jetzt auch noch nicht fertig. Du bist raus. Nein, Spaß beiseite. Ja, Bruder, Nerazzurro. Ich habe das selber gesagt. Es war sehr hart von dir, aber es war wahr. Es hätte auch von mir kommen können. Ja, für mich jetzt wirklich Alessio. Der hat kein Tor gemacht. Wie, Abdul? Die haben meine Runde weggemacht. Und wie gesagt, das ist das, was zählt. Nicht das, was gut aussieht, meiner Meinung nach. Also ich habe hier eine halbe Diplom, aber Ansätze... Hä, warte mal. Wiska Barca sagt gerade, er hat 3 Tore gemacht. Aber er hat doch nicht 3 Tore gemacht, er hat nur 1 Tor gemacht. Wenn du bereit bist, Abdul, bei der Ansage... Abdul! Brains. Aha. Okay. Oh, enge Ballführung. Ui. Nein. Ach, gut angefangen eigentlich. Ist okay, Abdul. gut, nicht schlecht. Fast nach vorne umgefallen beim Schuss. Nochmal? Fast nach vorne umgefallen bei seiner Stärke. Bitte.
100% reingegeben. Okay. Oder er hat nur. Hä? Den verkackt er doch auch! Gut angenommen, Mann. Hä? Und du bist auch mein Vorbild, so mit Freischüssen und so. Warte mal. Kerem sagt, er hat Tore gemacht. Dann sagt Anton, er hat 3 Tore gemacht. Und die zeigen aber nur 1 Tor von ihm. Achso, der bessere wird genommen fürs Video, okay. Ja, aber hä? Dann haben die ja den schlechtere genommen von ihm. Und natürlich, ich will auch so wie du sein, so. So als Vorbild, wie du schießt und so, weil deine Freistoß auf jeden Fall jeder Freistoß. Und das Beste, was ich Tore gemacht habe, auch ganz. Ja, letztendlich. Dankeschön auf jeden Fall, du bist auch mein Vorbild. Wir haben davor ein bisschen. Du bist einfach mein Vorbild, deshalb, ich danke dir auf jeden Fall. Gerne, mein Mal gucken, Bester. Was jetzt, was Wiska Wasser sagt. Das hängt von dir auf jeden Fall Warte, jetzt ab. Warte, Kerem hat noch nicht gesagt, dass du weiter. Ja, ich war jetzt auch noch nicht fertig. Du bist raus, nein. Spaß beiseite. Ne, für mich jetzt wirklich Alessio. Der hat kein Tor gemacht. Und wie gesagt, das ist das, was zählt. Und nicht das, was gut aussieht, meiner Meinung nach. Also ich habe hier eine halbe Diplomarbeit aufgeschrieben. Abdul einfach nur geschrieben, okay. Er hat drei Tore gemacht. Die Ansätze waren halt nicht so wie bei den anderen. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel auch geschrieben bei Alessio, der hat, glaube ich, für seine Verhältnisse richtig heftig underperformed. Und hatte auch ein bisschen Pech da mit dem Lattenschuss und voll risky den Elfmeter versucht zu schießen. Aber ansonsten war es eigentlich gut, so von den Schüssen, aber halt kein Tor gemacht. Ne? Und wenn wir jetzt fair sind, muss ich Hakan auch recht geben, wenn du kein Tor machst und der andere macht 3. Also Kühlscher zum Beispiel habe ich auch geschrieben, okay, also so auf ein Level wie mit Abdul, hat aber auch 3 Tore gemacht. Ne? Abdul, würde ihn weiterlassen, ja. Also haben wir, du hast alle Abdul rausgeworfen, ne? Wir haben 2-mal Abdul, 2-mal Alessio. Wir machen eigentlich keinen Stech, weil wir gesagt haben, Marco entscheidet das. Deshalb haben wir einen 5. Experten dabei. Also ist Marco Joker entscheidet. Der Joker entscheidet jetzt. Heute kein Stechen, heute entscheidest du. Wir haben jetzt 2-mal Abdul eingeloggt, 2-mal Alessio. Wen würdest du rauswählen? Also ich habe euch alle gerne. Du bist auch mein Vorbild, ne? Du weißt Bescheid. Hä? Du bist auch mein Vorbild, du weißt Bescheid. Ah, ich habe gehört, Kerem ist dein Vorbild, alles gut, Bro. Dadurch, dass du schon ein Vorbild hast als Kerem, würde ich auch sagen, Abdul. Ich lasse Alessio drinnen, weil er italienischen Namen hat und wir sind in Italien. Und ich hoffe, dass du noch dich beweisen kannst hier. Nee, wow. Abdul, du kannst dich neben mir hinsetzen, können zusammen zugucken und ich würde dich raus. Abdul, danke fürs Mitmachen, ja? Ich respektiere. Oh, er ist sauer, ja. Mit dir auf jeden Fall die Meinung von Hakan Canelo und so. Aber Alessio 0 Tore. Ich treibe. Ich will jetzt nicht jetzt die Leute daraus sagen, ich gebe mich an oder so. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ich werde natürlich sowieso weiter, egal jetzt, scheiß drauf, abpacken, morgen wieder trainieren. Und dann Dings der nächste Tag. Exakt. So, Freunde, nächste Challenge. Ist, weil wir jetzt ein bisschen größeren Platz zur Verfügung haben und auch ein großes Tor, endlich mal wieder. Englischer Ball wird rausgespielt, Angreifer kreuzen, so eine klassische Trainingsübung, Ball wird reingespielt, Abschluss aufs Tor. Die Matt, wenn du ready bist, okay, Jürgen, ihr könnt starten. Guter Ball. Guter Ball. Aber das ist doch kein englischer Ball, oder? Das ist so eine Flanke. Schon englischer Ball, ja, war hoch. Die Distanz ist ja auch zu kurz. Den ist kann okay, man trotzdem flach spielen. Ja, ne? Kann man schon, aber ist nicht schlimm. Like the quick pass. Moonpie, danke schön für 3 Monate, mein Bruder. Ja, ja. Ah, nicht ist kein okay. Guter Ball. Nein, war zu hektisch. Aber schöne Bälle, die Jam Knie. Blau Jam. Hakan, mach mal bitte einen Ball nur von dir. Bitte. Ja? Ein Ball. Hier, kalt. Aus der kalten. Warte mal ganz kurz, Imad. One time. Jetzt hier. Den Magic Ball. Boah, ich bin richtig kalt. Ja, soll sich nicht verletzen vor Challenge. Ich versuch. Ich gebe mein Bestes. Imad, jetzt. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Ich finde sogar Hakan Calhanoglu, deine Schusstechnik 10 von 10. Seine Schusstechnik, auch gerade so englische Flanken, Schuss, alles. 10 von 10. Geht nicht besser. You have to watch. Ich versuch. Ja, ja. Bro, mit Converse, ich versuch. Was hat er da, Vans? Ja. Das ist er. Oh, Junge, Alter. 10 von 10. Okay, now your turn. Alter, der Junge, du machst von das.
Ah, das ist aber stark. Aus der kalten den so weg. Oder so mit diesen All-Star-Chucks. Okay, jetzt immer. Du hast 10 von 10, ich bin ehrlich. Gesehen. Ja, immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber sehr schön. Ja, okay. Einmal tauschen. Guck mal, du kommst aus der kalten Halle, ist frisch und du spielst den blind, weißt du? Dann. Ja, der war super. Der ist guter Ball. Genau so. Schade. Der war gut. Ich bin so schlecht in diesen Bälle verwerten. Ich bin ganz schlecht da drin, ich schwöre. Die machen aber, die machen es gut. Aber super Ball, Jürgen. Ja, ja. Der Cross more soft. Das ist auch. Ist okay. Weißt du warum? Ich hab's jetzt genau, warum die den Ball auch nicht gut spielen. Die stehen scheiße zum Ball. Ja, die sind so. Genau, die sind. Zu nah. Genau. Alle, ja. Gerne. Steht auch scheiße zum Ball. Ja. Deshalb bitte auch. Das ist nicht gut, ey. Das ist nicht gut, Digga. Das ist simpel, ohne Gegenspieler, ohne gar nichts. Zu hektisch. Voll, ey. Man merkt es voll. Auch beim Flanken und so. Das ist aber auch wieder so ein Chip. Chip-Flanke auf außen. Deswegen habe ich gesagt, der soll mehr mit Soft reinbringen, damit die auch Zeit haben, reinzugehen. Super Ball. Guter Ball. Wenigstens präzise, ne? Stark. Ja, boah, stark. Das war ein schöner Ablauf, ja, da kannst du nichts zu sagen. Sehr, sehr rundes Ding. Mit Timing. Ja, der ist schön. Ja, ist besser. Hat den trotzdem sehr nah am Fuß noch, den Ball. Mhm. Oh, Cem. Macht er ja, super, aber der hat den, weißt du, was ich meine? Cem, bravo. Er hat den trotzdem noch sehr nah am Fuß. Aber auch die ersten zwei, auch wenn die nicht so englisch waren, er hat die wenigstens perfekt präzise gebracht. Weißt du, ja, was natürlich. War bei Cem in diesem Durchgang der Beste. Quatsch. Weißt du, was ich meine? Für La Masia. Der hat die Qualität, was mich aber stört, der Abstand, wie man sich den Ball vorlegt für einen englischen Ball. Du brauchst einen gewissen Abstand, um ihn schön hinter. Er hat ihn so nah am Körper und muss irgendwie eigentlich immer korrigieren, um den sauber zu spielen. Das stört mich gut, so ein bisschen. Auf solche Details seid ihr die Experten. Herr Hakan, wenn ihr ready seid, Kutschat, könnt ihr gerne anfangen. Etwas besser zumindest. Schade, Kühlschatt, aber der haut sich rein. Ich mag das. Ja. Ich mag das bei der. Ich finde das gut, dass du die Chance hier erkennst. Du haust dich rein. Ist gut. Guter Ball. Sehr viel Druck. Der Ball hat mir gefallen, aber. Das finde ich gut. Ah, wolltest du aber noch mal rüberlegen. Schade. Kerim, jetzt musst du mal aufstehen, einen englischen Ball spielen. Ich mache einen französischen Ball. Bis jetzt war aber keiner dabei mit der perfekten Technik, die du gerade gezeigt hast. Keiner. Ich probiere mal gleich. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Bälle schwimmen wie Hakan, aber von 10 Versuchen, die wir insgesamt gesehen haben, hätte einer dabei sein können, der so aussieht. Sag ich. Es gab ein, zwei gute Ansätze, aber. Bro, das ist Quatsch. Hakan muss mir nur einmal zeigen, wie das geht. Ne? Das ist schlimm. Das ist nicht gut, ja. Halt, Starboy Drake, dankeschön für den Prime. Und dann Ball machen. Willst du nochmal erklären für die? Das, vielleicht müssen die es mal sehen. Ja, erklär mal einmal. Dann teste ich das auch mal. Warte. Die Challenge gefällt mir auch nicht. Da kann man auch irgendwie nur blöd aussehen. Ja, Bruder, ich würde schon behaupten, dass ich englische Bälle kann. Schon. Okay, mal. Okay, Hakan, erklär's nochmal, wie wir den Ball sehen wollen, okay? Ja. Nein, wenn ihr den Ball hier zur Seite seht, ihr müsst unter den Ball rein. Guck mal hier, so. Der Ball muss so einen Grip haben. Verstehst du? Ja. Guck auf meinen Fuß. Ich muss nicht mal. Du musst so. Verstehst du? Du musst unter den Ball reingehen. Ja, zeig. Nein. Mach alles. Alle. Verstehst du? Ihr müsst rein. So, so. Du kannst auch so stehen und du kannst ihn so schwimmen. Verstehst du? Bruder, das ist aber jetzt langsam wirklich gruselig. Nein, das ist nicht gruselig, das ist Qualität. Der ist Fußballprofi bei Inter Mailand. Das muss so sein. Ich finde, so ein Spieler wie Hakan Çalhanoğlu, der macht super Bälle. Da müssen auch 3 von 3 kommen. Finde ich top. Erstmal du, dir. Erstmal du, Bruder. Ja, dir. Bruder, ich habe so viel geredet, wenn ich jetzt nicht liefer, dann ist Schrott. Ja, stark. Boah, auch schön. Siehst du? Aber der ist gut rotiert. Ja, er muss auch okay, so sein. Okay, oder so? Ja, Bälle sind auch ein bisschen aufditscht, dann ist perfekt. Ich glaube, der muss sogar so über die Grasnarbe. Ja, Kerim, zeig du mal, Bruder. Okay, jetzt geht's gut. Zeig ich euch, wie das geht. Ah, ne. Aber Ball kommt. Ich war sogar okay, ich sag ehrlich. Ball kommt. Warte, nochmal. Ihr wisst, ich hab das letzte Mal vor 5 Jahren gespielt. Ich weiß nicht, ob ich den bringe, ey. Anton muss noch einen machen. Ja. Enttäusch mich nicht.
Oder sonst im Leben. Ich weiß. Ja. Anfang kann, glaube ich, gar nicht. Ich habe englischen Ball, ey. Ich darf nicht nachdenken. Anton, einfach sympathisch, ja. Ah, bisschen zu, weit. Zu weit. Beste. Aber wenn ich den 10-mal übe, dann kriege ich ihn auch hin. Für wen? 100%. Das ist, ich finde aber auch, dass die Flanken ein bisschen mehr mit Soft kommen. Die müssen gar nicht. Die haben auch nicht so viel Platz. Mach mal, Digga, die Flanken, die wollen alle so. Nimm den mal auf den Boden und schipp den mal einfach nur so mit Effet einfach nur rein. So halt. Das ist immer so schwer zu erklären, wenn man hier im Stream sitzt. Am besten, ich würde live darauf reacten wollen und gleichzeitig hier links oder hinter mir irgendwie auf Rasen sein und versuchen euch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekommen würde, sage ich jetzt extra. Aber so mit so ein bisschen so, Digga, mach den doch mal einfach so mit Effet, mit Gefühl, schipp den doch mal so rein. Damit du den schön rein einfach nur reinlegen kannst ins Tor. Das ist mein Hakan. Weißt okay. Du, mehr so ein Chip, damit die auch Zeit haben. Ja, genau. Ja, Digga, das ist halt, Bruder, das ist halt genau das Gegenteil. Das ist halt genau das Gegenteil, leider muss ich das sagen. Noch mehr so. Richtig getroffen. Das sind immer so flache Pässe einfach. Ja, bravo. Stark. Aber gute Flanke. Macht er so Schuss, war super. Küche ist schon mal gut. Die stehen aber alle, ich sag immer wieder, die stehen falsch zum Ball, bevor die den Ball spielen. Das ist das große Problem. Ich glaube, ihr könnt alle den Ball spielen, aber der erste Kontakt, wie die den Ball verarbeiten zum Ball, ist häufig Quatsch. Stürmer, oder? Okay. Super Ball. Bus. Oh, schade. Super Ball, Alessio. Bravo. Gute Flanke auch wieder. Balle. Gute Kopfwelle. Digga, Kerem soll auch mal ein Englisch machen nach draußen. Okay. Jetzt hat. Okay. Verarbeitung schwer. Ja, okay, Mann. Hat mir aber nicht gefallen. Das erste Tor ist hier. Ich muss schon sagen. Ja, Alessio, wer kann mit links die Flanke bringen? Jürgen? Ja, gerne, Küchert. Guter Ball. Sofort gesehen, auch von der Schlagtechnik, guter Ball. Ja, da auf dem Moment hat er gewartet. Bravo, aber Ale, dynamisch. Das aber gut, Alessio, das guter war das, Ball was wir nach sehen draußen, wollen. Ja. Gute Bälle, sind die besten Bälle bis jetzt fast. Guter Annahme aber auch. Guter Durchgang. Guter Durchgang. Alle gut. Bravo, Kemal. Guter Durchgang. Bravo, alle. Gut genommen auch von Küssert, finde ich. Schön. Ja. Da haben wir ihn. Super. Ja, alle gut. Bravo, Kemal. Bravo, alle. Schön. Ja. Das ist für mich fast 10 von 10. Der Englisch war echt top gewesen. Ah, da haben wir ihn. Super. Ja, es wird der warm. Ja. Super. Reicht schon, Alessio. Reicht. Ja, der reicht sich aber. Es gefällt mir. Ist der warm geworden, ne? So, Freunde, müssen wieder eine Entscheidung treffen. Einer fliegt raus. Gerade hat Hakan angefangen. Jetzt. Kerem kommt schon weg. Kerem, fang du mal an. Wer hat dir gut gefallen? Wen willst du rauswählen? Ich würde Kürzert rauswählen, ja. Also Alex hat mir diesmal auf jeden Fall besser gefallen. Du hast dir gut Mühe gegeben. Ich glaube, du brauchtest gerade diese, damit du ein bisschen mehr Gas gibst. Ihr müsst das alle richtig ernst nehmen, Jungs. Aber schwierige Entscheidung jetzt. Boah, so direkt kann ich das jetzt nicht sagen. Also. Ich weiß nicht, weil er mir am wenigsten gefallen hat einfach. Stimmt, Imad war aber auch nicht besonders. Kürzert oder Imad, eine von beiden. Lass den Anton erstmal vor und dann überlege ich mir das nochmal. Ich hatte Alessio wahrscheinlich rausgewählt in der ersten Runde. Jetzt hat er am Ende nochmal richtig viel rausgeholt. Ich fand auch seine englischen Bälle am besten von den Jungs. Nach Hakan sein natürlich. Den habe ich jetzt auch in die Liste reingepackt. Englischer Ball, 10 von 10. Und wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich ihn raushau, ist tatsächlich der Imad, so seine Pässe so von Digga, ich schwöre, Antons Kolz? Nicht mal schlecht. Ja. Genauso denke ich auch. Ich denke halt, dass Imad so um 1 gegen 1, 2 gegen 2, den würde ich da lieber gerne nochmal sehen wollen, eher als Kürsat. Weiter? Ihr seid mein Kopf, Chat. Ihr seid mein Kopf.
Ausbildung erwarte ich mir ein bisschen mehr, weißt du, so technisch. Wobei er erste Runde im 1 gegen 1 schon gezeigt hat, dass er so Dribbling und schon flink. Hier würde ich auch, finde ich, wäre ich auch für einen Stechen. Imad gegen Kürsat. Also ich persönlich. Ist und ja, da muss ich jetzt mal euch abwarten, aber Jam, Alessio und Kürsat auf jeden Fall weiter. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, was der Anton gesagt hat. Ich bin der gleichen Meinung. Alessio, top, super Bälle gespielt, am besten von allen anderen. Imad hat mir nicht gefallen, diese Runde. Ich konnte nicht so viel sehen. Er war nicht so beeindruckend. Auch die Pässe, die er gemacht hat, hat mir nicht gefallen. Es war zu... Ich glaube, aufgrund der ersten Runde... nicht einfach. Aufgrund der ersten Runde, glaube ich, würde ich Kemal halt noch bevorzugen. Ja. Ich würde Kemal auch auf jeden Fall noch drin lassen. Munpai, es catcht mich schon noch, aber nicht mehr ganz so. Ja, Kemal hat meiner Meinung nach am besten von der ersten Runde gespielt. Was ich nur sagen will, es geht ja hier um richtig was, weißt du? Also es kann ja schon euer Leben verändern. Und das sieht man bei Kürsat, sieht man das, dass er wirklich um sein Leben spielt. Und solche Leute kommen bei mir immer weiter. Das ist für mich klar. Du könntest sogar 2, 3 schlechtere Aktionen haben, aber man sieht, du haust alles rein, was du hast. Und das würde ich mir von den einen oder anderen auch wünschen. Also erstmal Dankeschön an den Jumi, an Hakan, Abidiyar, Kenimami und Miska. Aber Bruder, so sympathisch auch schon wieder. Kürsat auch so sympathisch. Real Talk, sehr, sehr, sehr sympathisch. Wow. Alle fast. Aber man merkt einfach so bei manchen, alleine wie er redet, direkt dieses Hakan Abe, Dankeschön, Jury, Dankeschön. Sehr respektvoll. Das ist Erziehung. Man wird, der hat eine gute Erziehung hinter sich. Man sollte immer mit Herzen auf jeden Fall dabei sein, weil jeder will eine Chance kriegen, noch etwas zu erreichen. Ich habe leider das Erdbeben miterlebt. Und jetzt bin ich auch wieder zurück. Alhamdulillah, mir geht's gut. Und ich will auch die Chance kriegen, auf jeden Fall wieder Step by Step nach oben zu kommen. Und deswegen versuche ich auch alles zu geben. Na klar braucht man seine Zeit, ein bisschen reinzukommen wieder. Aber ich meine, so langsam werden wir ja warm und die nächste Runde wird auf jeden Fall... So schwer und so hart es jetzt für mich fällt... Boah, ich würde sogar eher tatsächlich... Was haben wir von Jürgen gesehen, Chat? Muss ich eine Entscheidung treffen, für mich wäre es auch entweder Imad oder Kemal. Und ich muss mich gegen Imad entscheiden. Ach, hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals mache. Aber diesmal muss man ehrlich und fair bleiben, ich würde Imad rauswählen. Ich weiß nicht, bei Kemal habe ich das Gefühl, der will mehr als Imad. Imad ist mir zu locker. Aber das ist sein Stil auch, ne? Ja, das ist auch sein Stil, aber trotzdem. Aber ich sage, wenn Hakan und ihn und Kerem und Anton ihn in 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 sehen würden, dann würden die vielleicht anders denken. Denke ich. Hatte ich mehr von ihm. Er ist ja 23, älter als Kemal. Deswegen sage ich Imad raus. Schließ mich dann, Imad raus. Kemal hat mir in die ersten Runde am besten von allen gefallen. Deswegen gebe ich ihm auf jeden Fall noch eine Chance. Kann ich mich auch nur anschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich jemals rauswähle, mein Freund. Thank you for your time, Imad. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Imad. Yeah, I want to thank you everyone, to the judge. Haram, irgendwas ist da, irgendwas. Auch sehr respektvoll, einfach direkt Danke sagen, ohne irgendwas. To be honest, I'm coming here with injury, because I'm training with one team of third division of Spain, and I make injury. Before yesterday, I can't to walk, but now today I was a little bit with pain in my left fit, but it's not excuse, no problem. It's the decision. I'm so happy to be here. I'm so happy to judge me, Hakan Çalhanoğlu, Diyar, and everyone. And thank you for everything. Tut mir sehr leid für ihn. Tut mir sehr leid für ihn. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde, wenn jemand sich dorthin stellt, und sagt, ey, ich habe eine Verletzung gehabt und ich glaube es ihnen aufs Wort. Und dann auch sagt, es soll aber keine Ausrede sein und sowas. Ich glaube es ihnen aufs Wort. Das ist nicht so, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, und hier und da. Nein, er sagt ehrlich, was war? So vom Gefühl her auch, so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber manche stellen sich da hin und labern irgendwas und du denkst, Alter, bitte komm, red einfach nicht mal weiter. Aber bei ihm hat man das Gefühl so, das ist wahr, das ist authentisch und der hat wirklich so Schmerzen gehabt.
So, Freunde, ich hätte nicht gedacht, dass Imad mal so früh rausfliegt, aber das zeigt auch, dass die anderen Jungs das sehr, sehr gut machen. Nächste Challenge ist ein Dribbling-Parcours, Abschluss mit rechts, Abschluss mit links. Jeder kriegt seine Versuche, seine Chancen und hoffentlich sehen wir dadurch viel, viel mehr. Also viel Spaß mit der nächsten Challenge. Alessio, wenn du ready bist, gerne. Boah, geiler Ball. Gute Annahme. Oh, super. Alessio, wenn du ready bist, gerne. Boah, super Ball. Gute Annahme. Oh, super. Also ich sag mal so, Annahme und Mitbewegung war nicht so dolle, so sehr so statisch mäßig, so auf Vorsicht bisschen, aber Abschluss 10 von 10. Abschluss war 10 von 10 platziert. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, dass Jürgen eher ein Großfeldspieler ist, der braucht Platz. Der muss ins Tempo kommen. Der muss Platz haben zum Schießen. Okay. Er ist schon, ich mag das. Er hat jetzt das gezeigt, was man von seinem Körper erwartet, weißt du? Bravo, ja. Bravo, Jürgen. Okay, Alessio, gerne. Ich erwarte jetzt eine bessere Annahme. Ja, schön. Ja, ist gut, gut. Ja, Bruder, nimm den direkt so. Versuch ihn direkt ins Feld, direkt zu nehmen, dass du ins Dribbling gehen kannst. So, das ist mit schwachem Fuß, sehr gut. Genau. Ja, Dribbling. Er kann mit links und rechts schießen, aber also, sein Dribbling war... Mit links meinst du sein Dribbling? Mit links und rechts war nicht so clean. Aber ich fand, der erste Durchgang war okay mit rechts. Ah, okay, aber jetzt auch nicht so... Ja, er ist ein bisschen überhastet, finde ich so. Ja, überhastet, genau. Ja. Das ist Qualität. Sehr schön. War sehr gute Beinarbeit. Ja. Zack, zack, zack. Das ist ein Qualitätsdurchgang. Das ist ein Qualitätsdurchgang. Digga, da hast du die Annahme, pap, clean, in die Bewegung mitgenommen, direkt, Bruder, du nimmst ihn an, du nimmst ihn direkt runter und du gehst direkt rein. Das ist wie, als ob du den Ball bekommst und direkt in die Bewegung mitnimmst. Du bekommst den Ball, okay, du weißt direkt, du gehst nach vorne und du gehst ihn direkt in die Bewegung mit. Wisst ihr, was ich meine? Das sind diese kleinen, bei Jürgen, er nimmt den Ball an, er stoppt ihn, er muss ihn kontrollieren. Bei Jam, er nimmt ihn an, er hat ihn und nimmt ihn direkt mit. Er nimmt ihn direkt mit. Geht rein, clean, bab, gut rübergelegt, gut, guter Abschluss, sehr, sehr clean. Sauber. Sehr flüssig. War super. Steht ja wie so ein Kampfsportler, ne? War super Ball. War es mit rechts? Ja, hat mich überrascht. Ah. Boah, stark. Okay, Abschluss super, aber Dribbling hat mir jetzt in dieser Runde nicht so gefallen. Aber Abschluss trotzdem super. Der erste Durchgang war besser auf jeden Fall. Tag, Cem. Gut. Okay. Durchschalt, wenn du ready bist, gerne. Super Ball. Ja, das war's. Boah. Schön. Oh, schnelle Beine, ne? Sehr, sehr. Boah, aber ich mag sein Dribbling, ja? Boah. Ich mag das, wie er um die Hütchen rumgeht. Ich mag das, wie er den Ball so führt. So versuche ich auch immer, den Ball zu führen. So diese kleine mit der Außenseite vom Fuß, das macht er gut schön. Sieht sehr schön aus. Schön. Solider Durchgang, guter Durchgang. Sehr, sehr. Was sagst du? Das kurze, schnelle Steps, ne? Der hat schon richtig Dynamik und Power. Ja, gerne. Ist halt auch schwer, wenn der Ball... Bruder, was ich so feiern würde, wenn die den Ball direkt zum Hütchen mitnehmen. Direkt zu dem Hütchen, zu dem sie gehen wollen, direkt in diese Richtung mitnehmen. Das wäre krass. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in der Jury bin. Noch heute.
Der hat verdient, der nicht. Naja. Okay, Alessio. Wenn ihr ready seid, gerne. Den ersten Durchgang fand ich sogar noch besser. Boah, aber schwacher Ball von Kemal. Kein guter Ball von Kemal. Naja. Okay, Alessio. Wenn ihr ready seid, gerne. Oh, nee. Ball gefällt mir gar nicht. Ähnlich wie Kürschat. Alessio, gute Annahme. Guck mal, er macht nur mit rechts. Passiert's nicht. Mach ihn. Ja, ist passiert. Hast du den Tower bewusst verarscht? War bene. Passiert. Aber das hat dir gefällt mir. Bravo. Nicht schlecht. Ja, ist gut. Gute Annahme. Der Kontakt ist doch immer richtig gut. Oh, der klebt auch gut an den Ball, ne? Ist auch. Ja, super, der Junge. Digga, auch guter Durchgang, muss ich sagen. Alessio auch stark. Meine Reihenfolge wäre... Boah. Jem, Kemal auf 1, Alessio, dann Jürgen. Kommt noch jemand? Ja, alles noch durch. Danke, Alessio. Kürschat, der Letzte. Okay, gerne. Ja, ist nicht schlecht. Gut, genau, sauber. Ja, macht immer gut was draus. Das ist mir aber zu viel auf Sicherheit. Super. Also Abschluss gut, aber zu viel auf Sicherheit. Das war gut. Annahme sauber. Ja, bravo, Chat. Ihr habt meinen Kopf mittlerweile. Ich brauche nichts mehr sagen. Schreibt ihr nur. Ich brauche nichts mehr sagen. Okay, Küche. Ich schwöre. Er hat einen sehr guten Abschluss. Ja. Keine Dynamik. Seine Übersteiger sehen unbeholfen aus. Mhm. So. Wenn du jetzt mit Kemal vergleichst, der ist über den Platz geschwebt. Ne? So, Freunde, wir müssen jetzt wieder jemanden rauswählen. Kerem hat gerade angefangen, Hakan hat auch schon angefangen. Anton, du kannst deinen Tee noch so lange trinken. Du darfst gerne anfangen. Okay, fang mal wieder. Also ich würde Jürgen rausnehmen oder Kürsat. Ein von beiden, ist eigentlich egal. Mit Jam an. Dafür, dass er gesagt hat, dass er am rechten Fuß eine Bänderverletzung hatte, fand ich eigentlich seinen rechten ganz gut, obwohl er da mit Handbremse gespielt hat. Wen ich noch einen Tick besser fand, war auf jeden Fall Kemal. Bei ihm habe ich sogar aufgeschrieben 8,5 von 10. Also viel besser konnte man es da auch eigentlich nicht machen. Und Alessio hat sich auch, hat es auch gerade eben gesagt, von Runde zu Runde die ganze Zeit gesteigert. Pässe gut, Abschluss gut, Ballführung gut. Und wo ich mir jetzt halt unsicher bin, ist Jürgen oder... Kühlschat. Digga, krass, einfach wie ich. Genau gleich. Bei Kühlschat finde ich auf jeden Fall die Pässe ausbaufähig. Ja. Ich schwöre, Anton macht gute Calls. Und bei Jürgen fand ich ein bisschen überhastet. Dribbling geht besser. Aber natürlich hat er diese Wucht und diese Gewalt in die Schüsse, die er mitbringt. Und ich glaube, hart auf hart, wenn es jetzt ein Probetraining gäbe, glaube ich, würde Jürgen einfach aufgrund dieser Gewalt. Und dann so, weißt schon, so Ball abschirmen, festmachen als Neuner. Vielleicht ein bisschen mehr in diesen professionellen Fußball passen als jetzt Kühlschat, der aber auch eine gute Technik hatte. Ne? Hat man ja gesehen beim Dribbling. Also ich weiß, dass ich nicht... Ich schwöre, keine schlechten Calls von... Also wirklich gute Calls. ...der beste Dribbler bin, also am Ball. Aber ich habe halt andere Stärken, Explosivität, Abschluss. Das sieht man, aber habe ich auch gesagt, den würde ich gerne auf Großfeld sehen wollen. Den Mann würde ich gerne mit seinen Qualitäten auf Großfeld sehen wollen. Dankeschön für den Sub. Es ist keine Ausrede oder sonstiges. Man muss eigentlich alles können im Fußball. Aber ich wollte es einfach nochmal loswerden. Deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube, in einem Training wärst du auch dann auffallender und könntest mit mehr mithalten auf so einem hohen Niveau. Jeder Stürmer hat sein eigenes Ziel. Du brauchst auch nicht Dribbling. Es gibt Flügelspieler dafür. Wie schon Anton gesagt hat, ich muss mich auch zwischen Kürschat und Jürgen entscheiden. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich mache es so, an was ich so stehe, an den Stürmern. Ich mag robuste Stürmer, die schnell sind, die guten Abschluss haben, das ist wichtig. Klar, Kürschat hat auch einen guten Abschluss, aber er ist mir ein bisschen zu weich. Ich gehe mit allem mit, was die sagen. Ich gehe mit allem mit. Ein Stürmer. Und ich weiß, was die Stürmer brauchen. Digga, überleg mal, Jürgen bei Delay Sports vorne drin. Wenn du den schickst, der haut die Dinger da rein. Der kann die Bälle abschirmen. Kann schon stark sein, ich bin ehrlich. Deswegen sage ich, Kürschat leider raus. Es ist meine Entscheidung. Du hast trotzdem gut gemacht, gar keine Frage jetzt. Ne? Du hast dein Bestes gegeben, aber ich würde noch mit Jürgen weitergehen. So ein richtiger Stoßstürmer. Und Kürschat rauslassen. Ja, Alessio wird wirklich von Runde zu Runde besser. Ich glaube, du brauchtest diesen Denkzettel in der ersten Runde.
Aber für mich persönlich war Kemal der Beste. Jam auch, Respekt trotz deiner Verletzung, dass du weiterziehst. Aber wie gesagt, da sind keine Ausreden. Ihr habt gerade die Möglichkeit eures Lebens. Was Jürgen für mich zu viel hat, dieses hektische hat, Kutsch hat zu wenig, finde ich. Du warst ein bisschen gechillt am Ball, zu entspannt, aber hast top Annahmen gemacht. Ich müsste mich auch zwischen euch beiden entscheiden. Mein Bauchgefühl sagt wirklich einfach, dass Jürgen drin bleibt. Deswegen wähle ich leider Küche draus. Ja, meine Stimme zählt ja gar nicht mehr. Aber vom Bauchgefühl her sage ich trotzdem, hätte ich Kürschat weitergelassen. Weil ich mag tatsächlich bei dir... Das ist halt... Da gehe ich halt nicht mit. Wie du kämpfst und so, auch mit Verletzungen und so. Also ja, natürlich, es geht darum, dass man sieht, er will es vielleicht mehr, aber von der Veranlagung und wer der Bessere oder wer es mehr verdient hat, ein Probetraining zu bekommen und wo es realistischer ist, dass jemand, dass derjenige vielleicht genommen wird, ist bei Jürgen, ganz klar. So, ganz klar. Ich fand Jürgen auch vom, ich weiß, was Jürgen eigentlich kann. Und jetzt bist du eine Runde weiter, nicht, weil ich es gesagt habe, weil die Jungs das sagen. Und dann geht's gleich in die Duelle und da wollen wir jetzt komplett Leidenschaft sehen, was Kürschat an den Tag gelegt hat. Und alles andere haben die Kollegen, glaube ich, schon gesagt. Ja? Aber Kürschat, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, wie immer eine Maschine. Und bei den Spielen bist du, sage ich jetzt schon, gerne eingeladen. Und da kannst du dich mal auf Großfeld nochmal beweisen, ja? Dankeschön. Den Jungs wünsche ich auf jeden Fall viel Glück weiterhin. War auch knapp am Ende. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr beweisen. Ich bin auch im Spiel dabei. Und dann werde ich euch nochmal beweisen, was ich richtig kann. So, Freunde, nächste Challenge. Das, was wir gerade schon angedeutet haben. Wir gehen in die Duelle. Da freue ich mich extrem drauf. 2-gegen-2 Duelle. Wir sind uns eigentlich einen körperlich starken mit einem etwas körperlich schwächeren, rein optisch zumindest, sehen. Deshalb Jürgen und Kemal gegen Jem und Alessio. Viel Spaß damit. Mann, Jürgen braucht Platz. Jürgen braucht Platz. Ich schwöre, den musst du schicken. Der muss rennen. Der muss Abschlüsse finden. Ich mag diese dynamische kleine Bewegung. Das meine ich, Bruder. Das hätte ich jetzt bei Kürschat nicht. Könnte ich mir bei Kürschat nicht vorstellen. Naja, stimmt. Ich komme gar nicht mit den Augen mit, wie flink der ist. Ja, aber bei ihm diese kleine Bewegung, zack, raus. Das war schon sehr, sehr geil. Kemal. Kommunizieren auch gut. Kemal ist so eklig zu verteidigen. Mach weiter, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Schön gespielt. Oh, schön. Hoppa. Schön. Eieieiei. Super. Stark. Letzte Aktion, dann tauscht ihr die Position, ja? Madara Ushia, dankeschön für den Sub. Kemal stark. Kemal, gute Bewegungen. Okay. Aber er ist so eine Maschine, Mann. Schön. Geiler Ball. Bisschen weit. Kann nur auf links. Oh, sehr schön. Aber super Abschluss. Super Abschluss. Aber gut zusammen. Bravo, Ale, bravo. Ganz einfach, wer war so. Papa Jürgen. Spiel nochmal. Gut, doch, Bruder. Sehr schön. Gut, Kemal. Mach weiter. Oi, oi. Um die Kameras herum, bitte. Oi. Boah. Der Kamera, Alter. Oh mein Gott. Oh. Ja. Spielintelligenz. Ganz easy. Ey, aber mit Kamera. Auf No Look achte ich gar nicht. Scheiß mal auf No Look. Um die Kameras herum, bitte. Das, Digga. Warten, bis er den Schritt rausmacht. So lange warten, bis er den Schritt rausmacht. Auf diese Gelegenheit warten. Darauf achte ich. Wartet. Und jetzt
Guck mal, das ist so krass im Fußball. Das sind so eine, das sind Millisekunden. Millisekunden. Guck mal, er sieht, das ist einfach Gefühl von einem Fußballer. Er sieht, sein rechter Fuß von Kemal geht raus. Genau in dem Moment geht Cem links vorbei. Und um den Kameramann herum. Top. Ui. Boah! Der Kamera, Alter. Oh Mann. Und guter Ball. Oh mein Gott. Oh! Ah. Ey, aber mit Kamera. Martin, jetzt Kasper bekommen. Hast du das drauf für die Kamera? Ich auch. Alter. geil. Das ist Qualität. Sei wie zusätzliche Gegenspieler. Geh 1-1, Cem. Ich will Cem sehen. Ich mag Kemal, ich weiß nicht. Ja. Okay, aber. Super durchgesetzt noch. Er macht das schon. Super durchgesetzt noch. Offensiv wie defensiv. Sehr gut. Ja, okay. Deswegen ist ja Boris Malzer, den willst du drauf machen. So, Freunde, das war, glaube ich, mit das geilste 2 gegen 2 Duell, was ich. Also, ich glaube, ihr wisst, wen wir im Finale sehen wollen, oder? Bei irgendeiner Folge gesehen habe, sehr viel Dynamik, Intensität. Ihr wisst, wen wir im Finale sehen wollen, oder? Und ich bin froh, dass Marco uns erstmal hilft. Ja, Cem Kemal. Also diese Aktion war brutal, ne? Muss ich dir ehrlich sagen. Chapeau für die Aktion. Bei dir ist ein bisschen, muss ich sagen, wenn du vorbeigehst, du willst unbedingt mit voller Kraft das Tor machen. Da muss mehr Kopf dahinter, weißt, mehr schauen, dass du das Tor machst und einfach nicht wegen der Härte. Wer mir bis jetzt am besten gefallen ist, Name, Kemal. Nicht, weil du aus Mannheim bist und weil mein Bruder hier aus Mannheim ist, aber du machst das richtig gut. Aber wie gesagt, alle vier, also es ist gerade wirklich schwer zu entscheiden, wer da rausgestochen hat, aber ihr wart alle vier sehr gut. Und Torwart, du bist eine Legende für mich. Also, wenn ich in dieser Explosivität schon drin bin, dann will ich diesen Ball einfach nur noch reinmachen. Und egal, ob ich den mit Spann reinmache oder mit Gefühl, ich will, dass dieser Ball einfach reingeht. Und deswegen, ja, das ist auch gut. Bin ich so mit Power dabei und Leidenschaft. Das ist auch gut, aber Tore macht man. Aber manchmal ist Effektivität, den Ball zu legen. Manchmal musst du gar nicht so mit Druck. Manchmal kannst du ihn auch einfach reinlegen. Das wollte Arnautovic damit sagen, Marco. Passiert, genau. Nicht mit, ja, Kraft, recht. Sondern mit Kopf. Mehr Kopf, aber. Ja. Ja, stimmt. Ich mag aber solche Jungs wie ihn. Ich mag das. Diese Verrückten. Ja, diesen Niederinstinkt. Ja, diesen. Weißt du auch, wie der ist. Verteidiger hat immer am Reden. Der ist so ein bisschen verrückter und ich mag diese verrückteren Jungs einfach. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Cem und Jürgen, würde ich dich rauswählen. Weil ich sehe trotzdem in Jürgen halt einen Stürmer, der was torgerichtet oder einfach immer das Tor machen und immer mit allen Willen und einfach den Wille dazu. Weißt du, der hat die Aggressivität und alles. Meine Meinung würde Cem sein. Die anderen, Alessio und Kemal, ihr seid für mich sowieso durch. Sehe ich nicht. Ich sehe das ja so, Chat. Dieses Format oder diese Folge dient ja dazu. Stimmt. Erkan, dein Punkt habe ich jetzt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn wir jetzt nicht von Alter gehen, wenn wir jetzt einfach sagen, wer jetzt gerade das Gesamtpaket am meisten hat, um diese Folge zu gewinnen, um danach ein Probetraining zu bekommen, sehe ich eher Alessio schlechter. Also sogar dann, ich würde sogar die Platzierung so machen, dass ich sage Alessio und die anderen drei ist so gerade so, die kämpfen so gerade gegenseitig. Aber ja, jetzt liegt es an euch, Jungs. Also, ich habe das ja schon auch so aufgeschrieben. Erstmal super gemacht von allen Vieren. Das ist wirklich schwierig. Es wird immer schwieriger. Kemal ist für mich weit vorne. Nicht nur offensiv, auch defensiv hat das eigentlich ganz gut gemacht. Alessio wird immer besser und besser, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, wenn ich von denen jetzt allen wählen müsste, würde ich auch jetzt sagen, Cem ist mir zu soft. Und ich hätte Cem nicht rausgewählt, muss ich ehrlich sagen. Mein Call. Deswegen würde ich Cem sagen, aber es tut mir wirklich leid, aber es tut mir wirklich. Für mich nicht. Nicht weh. Weil ich habe hier aufgegräst. Ich habe entweder Niemals Cem. Vom Gesamtpaket schwer Cem. Jürgen oder Cem.
Es ist schwierig, ich brauche euch auch. Ich brauche das ist wirklich Hilfe. Sehr, sehr hart. Sehr harte Entscheidung, wirklich, Jungs. Ihr wart alle top, meine Respekte erstmal dafür. Eins gegen eins. Eins gegen... Geil. 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 Nicht viel rumgelabere. Eins gegen eins. Nicht dieses, gib mir eine Chance oder hier oder was. Eins gegen eins. Geil. Gegen eins. Eins gegen eins. Richtig geil. Eins. Weil das lasse ich mir nicht stehen, dass ich keinen Willen habe. Also. Nein, nein, ich schwöre dir, oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut, ja. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Boah, wie er es gerade gesagt hat. Ich schwöre, ich krieg gerade Gänsehaut. Boah. Wirklich, Jungs, ihr wart alle top. Meine Respekte erstmal dafür. Eins gegen eins. Und das kommt nicht so rüber wie... Digga, das ist das... Ich schwöre, das kommt gerade nicht so rüber wie mäßig so... Hier, ich will eine Ausrede finden und irgendwie, ich bin lange gefahren oder sowas. So kommt das gar nicht oder rüber. Oder Jürgen oder Jam. Das kommt so richtig so rüber. Okay, komm, ich zeig dir. Eins gegen eins. Gib mir das. Richtig, ich schwöre, ich hab Gänsehaut. Richtig geil. Es ist schwierig, ich brauche euch auch. Ich brauche das ist wirklich Hilfe. Sehr, sehr hart. Sehr harte Entscheidung, wirklich, Jungs. Ihr wart alle top, meine Respekte erstmal dafür. Eins gegen eins. So, einfach ins Wort reden, eins gegen eins. Ich schwöre, Hardland, James, sorry. Jürgen, du weißt, ich mag dich auch, aber ich liebe so eine, ich liebe sowas. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Weil das lasse ich mir nicht stehen, dass ich keinen Willen habe. Also. Nein, nein, nicht. Ich habe das nicht so gemeint. Ich falsch verstanden, eins gegen eins. Nee. Aber es gibt nur zwei Meinungen. Also warte, warte. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich eine Münze werfen. Ja, ehrlich, warte, dann rede ich erstmal noch. Ja. Also erstmal zu Jürgen. Ich finde, wenn du diesen Schritt zur Seite machst, nach links vor allem. Bruder, aber Pipo, in manchen Situationen, in manchen Momenten kann es auch ein 1 gegen 1 geben. Aber in den Folgen davor war es ja immer so gewesen, dass manche ein 1 gegen 1 wollten, obwohl die schon safe so klar raus sind. Das ist ja nicht klar gerade. Weißt du, was ich meine? Ich finde, hier ist ein 1 gegen 1 perfekt angebracht. Vor allem, da kommt man auch nicht so leicht an den Ball, weil du einfach den auch so gut abschirmst. Das hat man schon erkannt, deine Stärke. Abschluss war halt wirklich jedes Mal mit Power, aber es ging halt keiner rein, auch jetzt am Ende, glaube ich. Muss man halt auch sagen. Und es war halt eigentlich auch immer der gleiche Move, ne? Nach links. Reden wir danach, Tim Rolliger Toast. Danach, ja, Brudi? Und dann ging er nicht mehr rein, obwohl das deine Stärke ist. Und ich würde jetzt auch sagen, nur weil jetzt lauter brüllt, können wir ihn jetzt nicht weiterlassen, weißt du, was ich meine? Aber auf jeden Fall ist es auch diese Führung, ich weiß schon, dass du das Zepter so in die Hand nimmst, safe, das strahlt auch aus, aber nur weil jetzt lauter war. Ich schwöre, Antons Calls heute, super, hätte ich nicht besser sagen können, wirklich. Ach, dass er so Instinktfußballer ist. Die Aktion am Ende, die hatte keiner andere, glaube ich, von den dreien gemacht. Kamera, gefühlt noch ein zusätzlicher Gegenspieler und er hat nicht nachgedacht. Er hat nein, 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 Yunus, nein, nein, nein. So ihn leiten lassen. Und für mich ist das einfach dann diese Qualität. Aber ich muss auch sagen, Jam ist 27, der Junge ist 21, kann auch noch sich viel verbessern und so. Aber für mich der bessere Fußballer ist, keine Frage, ist Jam, hundertprozentig. Boah, krasse Aussagen. Ich wollte noch mal was zu Anton sagen. Also du hast ja gesagt, ich mache immer die gleiche Aktion und ich glaube, jeder in dieser Halle hier weiß, dass ich Linksfuß bin, aber ich komme von dreimal durch. Ich treffe zwar das Tor nicht, aber ich bin durch. Und vielleicht kommt ein zweiter Ball. Gesagt, ja, genau. Vielleicht kommt ein zweiter Ball, der abgeprallt wird und der Ball geht rein. Oder ich komme zum Nachschuss. Also ich akzeptiere das, klar, ich will nicht diskutieren. Arjen Robben geht auch immer nur nach links in die Mitte, weißt du, macht auch das Gleiche. Aber du bist schwer zu verteidigen, das bist du. Das meine ich, ja. Bist du schon, du hast auch eine schnelle Bewegung drauf, ja. Alles richtig. Du musst trotzdem eine Entscheidung treffen. Also wenn es nach mir geht, würde ich gerne noch einstechen, also einmal eins gegen eins, Jürgen gegen Jam sehen. Ja, kommt. Einfach kommt. Würde ich gerne sehen, aber ich will euch nicht, wenn ihr das sehen doch, wollt. Doch, definitiv. Doch, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. 100%. Wollt ihr das sehen? Ja, ja. Okay. Komm, eins gegen eins. Ich wollte sagen, Kemal Alessio braucht mir nicht großartig weiter was zu sagen. Ja, ihr seid aber sowas von weiter. Da wird nochmal ein geiles Duell. Ja. Alles unfair, einfach unfair. Mach bei denen stechen, bei mir nicht. Ich schwöre einfach nur unfair. Okay, dankeschön. Einfach nur unfair. Boah, der Mann ist ready, Alter. Digga, von wo kam er denn gerade, ja? Die ist von den Jungs, Abi. Von Abu Roth und so.
Kommt, ready. Jungs, ihr wisst, worum es geht jetzt hier. Gib Gas. Jam, mach seinen linken zu. Lass ihn nur rechts. Mach ihn den linken. Lass ihn auf rechts gehen, bitte. Okay, jetzt oder nie, Jam? Gleich die Psychospielchen, ne? Und noch am Ende, ja. Gib alles. Jetzt bin ich gespannt. Das muss man auch machen. Kein Foul. Zwei Aktien. Aber hast du trotzdem eigentlich vorbeigekommen, Mann? Guck mal, jetzt bin ich parteiisch. Ich will das gar nicht. Jürgen ist auch ein sehr lieber Junge, ich schwöre. Ich will gar nicht so parteiisch rüberkommen. Sorry. So, ne? Wir haben noch eine? Eigentlich waren beide gut. Gute Annahme. Ja. Ja, mach ihn links zu. Oh, super verteidigt. Oder ist einmal mal ganz kurz Takt bei der Ball. Vorbei? Oberschenkel oder was? Ja. Hier. Nein, geht nicht. Ist vorbei? Schade. Jürgen, Scheiße. Jürgen, hör auf, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Er wird ja nur noch. Er sagt ihm Miguel. Noch schlimmer, ja. Geht nicht. Ist vorbei. Oh, super verteidigt. Oder ist einmal mal ganz kurz Takt bei der Ball. Vorbei? Oberschenkel oder was? Ja. Hier. Nein, geht nicht. Ist vorbei? Schade. Jürgen, Scheiße. Jürgen, hör auf, wenn es nicht geht. Denkst du, Nadim? Geht nicht. Einfach Miguel. Er wird ja nur noch schlimmer, ja. Ich war vor 2 Wochen hier am Unterschenkel verletzt. Ich hatte auch eine Zerrung. Ja, tut mir leid, aber wenn es nicht geht, Jam hat es auch gut verteidigt, muss man dazu sagen. Ich hätte gerne Jam offensiv gesehen, aber Jürgen, tut mir jetzt auch leid mit der Verletzung. Ne? Ich glaube, viele Leute haben aber trotzdem da draußen gesehen, was du drauf hast. Und kannst dich auch, wie Kürzstadt, auf Großfeld noch beim Spiel beweisen, ja? Da würde ich ihn auch gerne sehen wollen. Ich finde auch, dass Jam es viel verdient hat, einfach auch weiterzukommen. Mach ich, dankeschön. Also die Entscheidung akzeptiere ich 100%. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Man muss auf seinen Körper hören. Auch wenn es um sehr, sehr viel geht, aber Gesundheit geht vor. Jerry, alaikum salam, Brudi. So, Freunde, Halbfinale noch mit dabei. Jam, Kemal und Alessio. Challenge kennt ihr. Flugball wird gespielt, aus der Luft wird direkt mit einem Kontakt der Ball klatschen lassen und dann Abschluss aufs Tor. So haben wir alle drei in Bewegung und wird, glaube ich, ein spektakuläres Halbfinale. Also viel Spaß damit. Ja. Starke Schulter. Gerne. Ich hätte gerne noch mal eine Slow-Mo gesehen, weißt du? Wiederholung. Schön. Ja. Clean, clean. Mit seinem rechten clean, clean, clean. Ich gucke viel mehr darauf. Gerne. Ich hätte gerne noch mal eine Slow-Mo gesehen. Oder den, wie er den rechten ablegt mit rechts mit seinem schwachen Fuß. Schön. Das ist einfach sauber. Ja. Das ist sauber. Das ist einfach Qualität. Ah, elegant. Stark, Jam. Das ist voll in seinen Kopf drin, der rechte Fuß. Oh, sehr stark. Okay. Top. Nee, brauchst nichts zu sagen. So, Jam. Gerne. Top Durchgang. Jam. Ja, musst du nicht. Muss. Auch gut. Auch. Ist Kemal, gell? Ja. Super Bälle von Jam. Schön. Gut, auch gut. Wieder. Ist auch alles super. Ja, ja. Das ist aber eine komische Passtechnik, Jam, oder? Aber ich ja noch nicht so, aber ist gut. Ui. Auch top Durchgang. Jammo. Super Ball. Sehr schön. Ich hab ihn ja stark. Jam. Abschluss geisteskrank. Aber Annahme, also der Pass von Alessio war nicht gut. Alter. Sehr schön. Super Ball. Das ist nicht gut. Ich hab ihn ja stark. Jam. Aber Abschluss super. Alter. Sehr schön. Ey, ich hab's gesagt, ich will den Winkelschuss mal sehen. Ja, Mann. Ich kann da nicht. Aber das ist für mich entscheidend. Da hat er jetzt 2 von 2 verkackt. Schlechter werden. Super, Jam. Schön.
ist. Oh Leute, ey, wir können euch gleich den Favoriten raushauen. Der super. Muss jetzt. Super. Ja, das ist perfekt. Ja, sehr schön. Wenn der geht, dann ist es nochmal. Was bei Alessio mag, er kann beides. Er kann diese Gefühlvollen. Ihr wisst meine Entscheidung, oder? Ich brauch's nicht sagen. Ihr wisst, wie ich denke, oder? Ja, aber hat auch richtig Power dahinter. Also besten Abschluss hatte der erste Schuss von Alessio. Der von Jem auch. Da bin ich nicht so auf deiner Seite, Kemal, beim Abschluss. Aber dafür, wenn der Ball kommt, dann dein erster Touch, der ist natürlich dann perfekt. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt... Für mich Kemal und Jem. Für mich. Nur wegen Abschluss kommen, dann würde ich sagen, Kemal. Obwohl Alessio super Abschlüsse hat. Kemal, aber Kemal ist schwierig rauszunehmen, weil er einfach alles drauf hat. Nur beim Abschluss fehlt es ein bisschen. Ich kann euch da jetzt wirklich leider nicht helfen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der Hakan Abi muss mir ein paar Tipps geben beim Schießen. Sein Schuss ist krank. Ja, ist nicht einfach. Aber diese Runde ist auf jeden Fall Jem für mich weiter. Das ist safe. Jem hat es bestätigt. Kemal, diese Runde waren 100% meine Meinung. Bruder, ich gucke auf die Ablagen. Die Ablagen waren so souverän gewesen. Und ich achte darauf, auch bei Jem mit seinem rechten, mit seinem schwächeren Fuß, den so sauber klatschen zu lassen. Das ist einfach, das ist so eine Grundtechnik, so eine Qualität einfach. Und das hast du bei Alessio, auch Linksfuß, war die beiden Pässe Katastrophe gewesen. Wisst ihr, was ich meine? War okay. Alessio mit seinem ersten Schuss, okay, man darf nicht nur auf seinem ersten Schuss jetzt schauen. Aber Kemal hat mich bis jetzt immer überzeugt. Ich mag seinen Stil als Spieler. Ich stehe auch auf solche Spieler. Aber wenn ich mich jetzt vielen Dank, Bruder Herz. Sollte, dann würde ich... Nico, danke für 20, mein Brudi. Vielen, vielen Dank. Das ist meine Meinung. Diesmal alles hier rausholen. Ich bin leider, gehe ich damit. Kemal und Jem weiter, für mich. Wir machen das kurz und schmerzlos. Alles hier für mich. Jem habe ich zwei Stichwörter aufgeschrieben. Erster Schuss, wow, elegant. Links, drei Ausrufezeichen. Alle Schüsse mit links waren drin. Kemal hat zwar nur ein Tor gemacht, aber die ersten zwei Schüsse waren eigentlich auch top. Also ich gucke auch auf die Schüsse, aber ich gucke auf die Ausführung. Ich persönlich mehr. Einer ging gegen Pfosten, der andere war super gehalten. Von hier hat man gesehen, Flugkurve auch geil und so. Vor allem seine Pässe, seine Technik finde ich besser als bei Alessio. Seine Hereingaben, sein First Touch. Aber all in, so wie es Hakan jetzt auch schon gesagt hat, war für mich Kemal jetzt in allen Disziplinen besser. Da würde ich Kemal und Jem ins Finale wählen. Ja, ich würde Marco auf jeden Fall rauswählen. Du hast es richtig gut gemacht, aber am Ende des Tages reicht es bei dir nicht. Ja, er geht einfach dahin. Alessio, was soll man Negatives über Alessio sagen? Gibt's nichts. Du hast es überragend gemacht bis hierhin. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht entscheiden muss, weißt du? Also ihr habt mir die Entscheidung abgenommen. Das zweite Mal schon, dass ich entscheiden muss. Ja, traumhaft. Aber fange ich dann gerne an. Das nehme ich euch dann ab. Ich hätte Alessio auch gerne im Finale gesehen, genauso wie ich Kemal und Jem im Finale gesehen habe. Aber meine Jurykollegen sind sich einig. Alessio, wir gehen trotzdem einen gemeinsamen Weg, ja? Da hast du auch nochmal mein Wort. Ich danke dir fürs Mitmachen. Danke dir, Mann. Am Anfang habe ich nicht performt, muss ich ehrlich sagen. Aber dann bin ich immer wieder ins Spiel reingekommen. Ja, das All-In muss ich halt den beiden geben. Gebe ich ihm. Sympathisch. Und ja, immer einen draufgesetzt habe ich, am Ende hat es aber nicht gereicht für die Finale. Aber egal, ich bin trotz des stolz auf mich, dass ich immer einen draufgesetzt habe und werde ich auch immer so machen. Schön gesagt. So Freunde, jetzt haben wir das Finale, einmal Kemal gegen Jem. Mit einem wird der Weg dann definitiv weitergehen. Deshalb erwarte ich da 120%. Ne? Finale 1 gegen 1. Jeder kriegt seine Offensiv- und Defensivaktion. Jetzt oder nie. Viel Spaß damit. Ich bin gespannt jetzt. Eins. Tore zählen jetzt für mich. Jem ist halt auch kein Verteidiger, ne? Das ist schon eine ja, Grenze. Super. Schön.
Oh. Ah. 2-2. Geht trotzdem Kopf rein. Ja, aber ich finde das gut, wie du kämpfst, Kemal. Gerne. 3-3 reicht eigentlich für mich schon. Schöner Touch. Ui. Oh, stark verteidigt. War doch beigespielt. Er war doch beigespielt, oder? Ja, war alles sauber. Er ist in seinem Kopf jetzt auch ein bisschen drin. Ah. Boah, Cem sehr abgeklärt. Cem ist sehr abgeklärt. Ah. Macht okay. Kurz Pause, bevor ihr wechselt. Ja, ja. Kurz Pause. Grande Finale. Ah! Oh, nochmal gut, noch gerettet. Ja, ja, scheiß Touch, aber trifft ihn erstmal so. Ui, oh. Digga, sowas liebe ich, ne? Schade. Oh, was war das für ein Touch? Ja, ja, das war unglaublich. Letzte Aktion, Cem. Ah, schade, ja. Sehr gut, Kemal. Sehr gut. Halt aber hat man bei. Boah, ey. Ich müsste noch mehr sehen. Ich würde jetzt in dem Moment sagen, Leute, ich will noch mal von jedem zwei sehen. Ich würde gerne noch mal von beiden zwei sehen. Beiden auch gemerkt. Alter, jetzt, ne? Luft langsam raus. Ja, Mann, ich wurde auch nicht schlauer. Entscheidung ist noch nicht eindeutig, Freunde. Deshalb machen beide noch jeweils einen Durchgang. Stark. Durchgang. Finde ich gut. Bälle, Flugbälle von Cem auch echt gut. Okay, links vorbei. Vorbei. Gut, Cem, pack zu. Lass ihn nicht drehen. Oh, lass ihn nicht drehen. Junge, ehrlich, flink. Ey. Weiter, ist noch nicht vorbei. Ja, Cem ist aber kaputt. Ja, Leute. Also. Jetzt ist vorbei. Gut, Cem. Jetzt ist vorbei. Er nimmt die Bälle top an. Der ist drin, Leute. Der ist drin. Guck mal. Ich will noch einen sehen. Sitzen, jetzt. Noch einen. Ist auch nicht wirklich schlauer geworden. Ja, jetzt auch schnell. Ich habe mich nach der ersten schon entschieden. Freunde, heute habe ich den Ibu erstmal. Habe ich hier euch zwei Leistungssportler wie du, die glaube ich auch natürlich Fitness-Shaker nehmen, habe ich früher auch gemacht. Gehalt für den Tagdecke. Alle drei Was meinst du, Vespa? Die kommen nicht mal an. Können wir an. Wenn mal zwei, drei. Was meinst du, Vespa, Bruder? Drei Produkte zu. So, Marco hat hinter mir gerade noch einen geilen Call gemacht. Mal die anderen Spieler, die nicht im Finale waren. Was glaubt ihr denn, wer gewonnen hat, okay? Einfach mal die Hand heben. Wenn Ach so, boah. Also, ich entscheide mich. Wenn ich überlegen müsste, was ich. Komm, ich gucke jetzt mal auch meine Augen zu. Und ich bin nicht parteiisch oder nicht, weil ich den kenne, den ich jetzt sage, aber ich entscheide mich für Cem. Warum entscheide ich mich für Cem? Weil ich der Meinung bin, und ich gehe jetzt nicht mit dem Alter mit. Ich sage das jetzt, weil ich einfach denke, wer hat das Gesamtpaket? Wen sehe ich? Bei einer Profimannschaft, Regionalliga, dritte Liga, in einem Training, Stand dieses Folges, also Stand der Folge, sehe ich da mehr Cem. Einfach von allem. Technik, Abschluss, Konzentration, Professionalität und genau, also meine Entscheidung ist Cem. Aber wenn wir jetzt nach dem Alter gehen, dann würde ich vielleicht auch sagen, Kemal, wie alt ist Kemal? Ist er 20? Ja, okay. So, okay, dann sage ich so, ich sage so, was ich in dieser Folge gesehen habe, vom Fußballerischen her, in dieser Folge gehe ich persönlich mit Cem. Wer aber vielleicht mehr Zukunft hat und mehr
halt Potenzial, dass da wirklich noch was werden könnte, ist für mich Kemal. So würde ich persönlich das entscheiden. Aber vom Fußballerischen her, wer mich in dieser Folge mehr überzeugt hat, gehe ich mit Jam. Das ist meine Antwort darauf. Ihr sagt... Mal gucken, was die anderen sagen. Jam war der Bessere. Und jetzt mal die Hand heben, wer meint, Kemal hat es verdient. Keiner hebt keine Hand. Also ihr macht so einen auf Brüder jetzt. Ihr wollt jetzt Brüder sein. Okay, alle mal Augen zu, aber trotzdem. Wer glaubt jetzt nochmal, dass Jam der Bessere war? Also ich weiß nicht, ich sehe halt so vom... Welche Position ist Kemal? Kemal, Außenspieler? Bruder, es kann halt sein, dass ein Kemal auf Großfeld komplett untergeht. Ich weiß es nicht. Um Gottes Willen, ich will ihn jetzt nicht angreifen. Aber er könnte auch wirklich ein geiler Hallenkicker sein. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Bei Jam kann ich mir aber vorstellen, dass er das Ding auf der 8 oder 6 mit seinem Kopf, mit seiner Fitness, mit seinen Bewegungen, dass er wirklich da nicht untergeht. Aber ich weiß es nicht. Ja, nee, nicht falsch verstehen, okay? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass er als Flügelspieler untergehen würde. Weil, Bruder, du musst als Flügelspieler schon was drauf haben in der Profimannschaft. Finale. Und wer würde Kemal die Stimme geben? Okay, danke schön. Marco, was würdest du denn sagen? Zuerst wollte ich dich raushaben, Tim. Jetzt bist du für mich der Sieger. Klar, man muss ehrlich sein. Krass. Arnautovic, knallhart. Einen 20-Jährigen kannst du besser vermarkten als einen 27-Jährigen. Oder moin von der Elbe, du schreibst die ganze Zeit irgendeine Scheiße rein. Möchtest du uns irgendwas sagen? Oder warum schreibst du die ganze Zeit so eine komischen Sachen? Ist Fakt. Aber man muss hier auch die Wahrheit, sagt man ja immer so schön, die Wahrheit ist auf dem Platz und da hat für mich Finale immer mit einer der Besten. Jam hat es am Ende doch noch rausgerissen, wo ich sage, ich kann mir auch einen Weg mit dem 27-Jährigen vorstellen. Deshalb, geht meine Stimme an Jam. Ich habe den Kemal immer unterstützt. Er war mein Favorit. Aber ich muss sagen, als ich die Ansage an Jam gemacht habe, habe ich einen ganz anderen Jam gesehen. Geisteskrank, Gänsehaut. Ich mag einfach seinen Stil, seine Annahme. Und mit 27, der ist erfahren als Kemal. Klar, Kemal ist jung, kann vielleicht mehr Chancen bekommen. Boah, genau das, was ich sage, krass. Ölen, wollt ihr mir jetzt immer noch sagen, manchmal, Pilo, du laberst nur, du hast keine Ahnung? Ich sage genau das Gleiche. Aber für mich hat Jam verdient, weil er... Ölen, ich habe genau das Gleiche gesagt. Besser geworden ist und im Finale war er einfach besser. So, Jungs, erstmal Respekt an alle. Hat alles gegeben. Ja, ich habe heute wieder Video vorher geguckt. Bei Delay Sports, wo ich am Spielfeld dran war. Und da habe ich nicht Delay Sports geguckt, sondern Fight the Pro. Aber am Ende zählt nur noch die Kleinigkeiten. Kemal, du hast noch Luft nach oben, wirklich. Du bist sehr jung. Du hast noch, ich denke, eine gute Zukunft vor dir. Aber Jam hat mich auch heute überzeugt. Für mich bist du heute der Sieger. Sehe ich genau. Also ich kann mich nur anschließen. Ja, ich wünsche einfach Jam das Allerbeste, dass er vielleicht auch noch mal 3-4 Mal die Woche zum Physio geht, seinen rechten Fuß auf 150% bringt und dann bin ich echt ultra gespannt, wie er da bei so einem Probetraining performen wird, weil man sieht die Klasse und ich glaube auch, ob es für Bundesliga noch mal reicht, weiß ich nicht, aber irgendwo vielleicht, weiß nicht, im Ausland, erste Liga, zweite Liga, whatever. Das Hakan hat es vorhin gesagt, das ist so, als ob du jetzt, auf wen stehst du mehr, so auf Messi oder Ronaldo? Und ich mag halt diesen Spielertyp einfach sehr gerne, den Jam hat und ausstrahlt. Ja, ich wollte mich einfach nur bedanken für alles hier. Ich bin richtig dankbar, wenn ich so überlege. Warum diese traurige Melodie, ja? Achso, mach mal bitte ganz kurz erstmal. Warte. Wie schnell das gerade ging. Ich war noch vor ein paar Monaten vereinslos. Ich hatte keinen Verein. Ich habe das Erdbeben auch erlebt in der Türkei. Ähnlich wie mein Bruder. Ich wünsche dir nochmal alles Gute, du hast richtig stark gemacht hier. Auf jeden Fall ist es krass, so wie schnell das wieder hochgehen kann. Auf jeden Fall, ich dachte erstmal wirklich, dass ich ums Leben komme, weil vor mir, ich war da zu dem Zeitpunkt in einer Wohnung mit einem Kollegen und rechts und links neben mir ist alles komplett eingestürzt. Meine Wohnung ist auch eingerissen und das war mitten in der Nacht und ich war da gerade mal 19 Jahre. Ich dachte wirklich, das könnte mein Ende sein
Und dass ich jetzt noch hier die Chance bekommen habe, ich bin unnormal dankbar. Ich kann das selber noch gerade nicht realisieren. Ich bin einfach ein Junge aus Frankfurt. Ich will Fußball spielen, Straßenkicker, Zocker. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich für alles. Ich bin richtig dankbar. Allein, dass Hakan Abi hier ist, dass Wiska Bassa hier ist, dass Kerem Abi ist und dir natürlich auch. Auf jeden Fall danke. Und Marco. Nochmal an Cem Abi, das beste Athletiktrainer. Ich gucke auch immer seine Videos. Sehr, 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 sehr sympathisch. Alle. Und dass ich gegen ihn im Finale spielen durfte, das ist auch eine Ehre. Wenn ich verliere, dann habe ich verloren. Aber das ist Respekt. Das lieben wir an diesem Sport wirklich. Einmal, wir können jetzt den Subchat ausmachen. Ich will wissen, was die anderen auch sagen. Seht ihr das so wie ich oder wie habt ihr das gesehen? Ehrlich. Ich will auf jeden Fall immer mein Bestes geben. Und Hakan Abi, du musst mir noch ein bisschen Pässe üben, also beibringen. Dein Pass war gut. Die englischen Bälle sind richtig krass von dir. Ja, danke dir, Kemal. Cem, nochmal zu dir. Wir werden dann einen gemeinsamen Weg weiter haben. Da bin ich genau wie Anton extrem gespannt, wie du jetzt nochmal im Profibereich performst. Also Cem, du bist der Gewinner. Komm gerne nach vorne, hol deinen Applaus ab. Okay, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das gewinne, weil ich weiß, wie gut die Jungs sind. Aber ich weiß auch meine Willenskraft. Und ich muss dazu sagen, wir haben hier Athleten und die wissen ganz genau, wenn du nicht vorbereitet bist, kannst du die Situation niemals erobern. So geht es. Und bei mir war es halt der Fall, dass ich leider, aber auch glücklicherweise viele Höhen... Genau das, Josef, genau das ist ja auch mein Call. Ich sage, vom Video her finde ich auch, dass Cem es verdient hat zu gewinnen. Aber von der Potenzial und sowas alles sage ich auch, Kemal, mit 20 Jahren von dem, was wir heute gesehen haben, hätte ich auch vorgezogen. Höhen und Tiefen hatte, dass mein Weg vielleicht nicht wie bei jemand anderem war. Aber ich habe es auf Türkisch schon mal gesagt, ich werde es wieder sagen, ben da sonst das müsste ich mit dem. Und deswegen will ich noch mal gucken, was passiert. Und ich will gucken, was passiert, wenn ich mal 2 Jahre spiele. Frei. Weil das wollen wir alle. Wir wollen Fußball spielen, frei. Wir machen das alles, um frei zu sein. Und das ist mein Ziel. Dankeschön für alles. Das war wirklich sehr, sehr schön. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video an dieser Stelle gefallen. Dankeschön, Emre. Anton auf Social Media abchecken. Tut ihr sowieso, die meisten sowieso schon. Und jetzt überlegt mal, Cem hat sich ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen, hat sich ja das Kreuzband gerissen. Und das war davor die Folge. Also er hat das Probetraining gewonnen. Denke ich. Kerem, da hat übrigens auch noch einen separaten Vlog hier gemacht. Sehr interessant auf jeden Fall. Das Video packe ich auch noch mal extra in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr gerne noch mal abchecken. Hakan Social Media abchecken. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt möchtest. Nein, aber ich bin da gar nicht drin. Und Yasin, danke schön für den Sub, mein Bruder Herz. Vielen, vielen Dank. Marco. Nee, bei mir mich blockieren. Okay. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Mein Name ist Cem Felek und ich komme wieder als Profifußballer zurück. Boah, das Ende war Gänsehaut. Boah. Cem Felek Storytime? Also ich muss sagen, von der Qualität her, ich glaube mit die beste Folge, die ich bis jetzt gesehen habe. Top-Jury, muss ich sagen. Top-Calls von allen eigentlich. Nee, ich glaube, der hat seine Storytime wieder runtergenommen aus Problemen, glaube ich. Deshalb, wir können es bei mir ausführlich machen. Ich muss mal mit ihm reden, mal gucken. Ja, Mann. Das Einzige, was mich heute nur gestört hat, war das mit Abdul. Das war irgendwie ganz komisch. Macht 3 Tore, auf einmal wird 1 Tor nur gezeigt. Das fand ich ein bisschen komisch. Vergessen wir jetzt aber.